Herzlich willkommen, Folge 65 Monster Legends. Und wir haben ja klar ein paar Kleinigkeiten vor. Und zwar als erstes das Labyrinth. So sieht's aus. In 14 Stunden ist vorbei und ich habe 911 Münzen. Das heißt. Morgen früh kann ich nochmal sammeln. Dann habe ich vielleicht 1000 Münzen. Virtue 365, der nächste Schritt. 1, 2, 3, 4. Ungefähr 1600 fehlen. 600 werde ich also nicht schaffen, weil danach bin ich morgen unterwegs und kann genau noch morgen früh nehmen. Deswegen schnappe ich mir jetzt Shihu. Am Ende liest er sich eher besser von den Attacken. Und hab jetzt, hier ist ein Lager, können wir ja mal gucken. Also ein paar Lebensräume habe ich bunt durchmischt aufgehoben. Ein paar Eier, hier Hercule, Arcade, Spark, Rudolf. Was haben wir da? Ape X habe ich bekommen. Duchess habe ich. Und jetzt Shihu. Duchess könnte ich sogar ausbrüten, mal bei Zeiten Plätze hätte ich auf jeden Fall. Allerdings habe ich ja einen Legi auf jeder Position bei Magie oder ich habe ja einen auf Position Magie von jedem Element, so muss man es genau sagen. Wo es mir was fehlt, ist hier Metall, weil ich mittlerweile durch einen Dungeon hier den Nautilus bekomme. Der ist aber noch nicht da. Ansonsten, Lichtlebensraum ist fast gebaut. Auf Stufe 5 erst. Alle anderen sind Stufe 45 gefüttert, außer einem, ungünstigerweise im Lichtlebensraum. Die sind erst 40, aber die können eben nicht höher, weil die kann ich im Rang nicht steigern. Ich habe jetzt angefangen, die Tempel wieder einen auszubauen, um dann die 50 zu kommen, damit wir im Teamkrieg, ne, gehen wir gleich zum Teamkrieg, im Teamkrieg endlich eine Stufe höher kämpfen können, nämlich gegen alles, was 50er sind, 50, 60, 50. Im Moment zu unsicher und denkbar. Klaut auf jeden Fall hier eine Münze, weil ich eben mit einem zu kleinen Level dran gehe. 50, 30, 40, den können wir uns trauen. Gucken wir uns mal an. Team ändern. Also Epic Erde Licht. Ja, bei Licht habe ich Goldcore zur Verfügung. Könnte ihn auch nicht mehr weiter füttern mit 45. Erde ist mittlerweile natürlich der General. Einen besseren habe ich einfach nicht auf Erde. Und ja, wer soll den General unterstützen? Ich denke mal, wir nehmen Fürhem mit, um ausreichend Schaden machen zu können. Da oben gegen Shakti, der muss im Zweifel auch eingefroren werden, damit der Goldcore durchkommt. Darum geht es ja, die dritte Münze sichern. Die dritte Münze sichern. Am besten erstmal alles ausschalten, was da ist. Genau, und lähmen am besten auch. Das ist perfekt. Dann die Frostbeule da unten hin. Dann kommt der Gegner schon mal nicht dran. Das sichert dem Goldcore das Durchgehen. Panzern wir uns ab, schalten ihn aus am besten. Ja, der General, Level 69. Muss mal ein paar andere auch auf die 69 füttern. Jetzt, wo ich quasi fast fertig bin mit Füttern, kann ich das auch. Wir machen gleich noch einen zweiten. Jetzt haben wir hier noch 50, 55, 25. Ja, eine spannende Sache, weil mein zweites Lichtmonster Blessle, Stufe 33, müsste man mal noch ein bisschen füttern. Absorbiert Schaden, bis der Zauber verbraucht ist. Ein kleiner Schild, der Whirlpool, der ist wichtig. Alle kriegen Lichtschaden. Schwerer Wasserschaden und Massenregeneration ist eigentlich das, was man nimmt. Ein bisschen Futter kriegt er noch. Wo haben wir denn jetzt? Stufe 36. Erde, mein zweiter ist Atoms Pet. Schaden verursachen. Muso. Neandertaler. Nein, ich möchte bitte Avast mitnehmen. Danke. Halt den ja immer noch für ziemlich stark, aber hier zweimal Blitz auf der Gegenseite. 50 und 55 als Level ist natürlich doch unbequem.
Und den Slane Tower, naja, okay, klar. Kriegen wir den 36er da durch? Das ist die Frage. Der Blästle schwächelt noch ein bisschen, müsste eigentlich auf 45 sein. Verspielt und schmerzhaft, das sehe ich natürlich gerne. Nimm den Kleinen raus und mach nächste Runde deine Ulti. Jetzt geht es noch darum, die nächste Runde mit drei Monstern zu erleben. Und das kann Avast eigentlich ganz gut. Einfrieren oder einbuddeln. Einfrieren. Das kann Avast ganz gut. Das klappt auch. Genau. Der Gegner kommt nicht dran. Darum geht es ja letztendlich, wenn man denn Wasser und Erde kombiniert. Und da kriegen wir das verspielt und schmerzhaft. Und jetzt gucken wir gleich mal, was da noch überbleibt, wenn wir mit dem durch sind. Beide stehen. Reinigender Whirlpool. Einen könntest du rausnehmen. So könntest du auch einen rausnehmen. Oder heilen. Nein, du nimmst einen raus. Und darauf hoffen, dass ich nicht zu viel Schaden auf den Blästle kriege. Noch ist er nicht dran. So, geschafft, alles klar, so soll's gehen. Ja, einen mache ich offensichtlich morgen früh, wenn ich dann auch versuche, den Virtue zu kriegen. Gucken wir uns das Spielchen mit dem Virtue nochmal an. Einen können wir ja bewegen. Nehmen wir das Glücksrad mit. Da gibt es noch ein paar Münzen drauf. 3,77. Jetzt können wir schon keinen mehr bewegen. Naja, vielleicht können wir ihn bewegen, wenn wir einen Mehrspieler gewinnen. Und zwar ist es so, ich habe 60, 60, 69 bis 70er Gegner kann ich angreifen. Und die sind mittlerweile sehr selten geworden, muss ich sagen. Aus irgendeinem Grund kriege ich hier 100, 100, 100 draufgedrückt. 100, 190 draufgedrückt und so weiter. Deswegen drücke ich jetzt mal auf Pause, suche einen Gegner und dann kämpfen wir zusammen. Bis gleich. So, den nehmen wir. Ich habe nicht weiter ausgesucht, außer alles klar, Level ist eben unter 70. Keiner über 70 dabei. Das ist meine Grundbedingung. Drei Legis. Ich weiß gar nicht so genau, wer mir jetzt am meisten wehtut. Keiner. Von den dreien, weil der Atom macht halt einfach seinen Schaden bis zu den 70ern rauf in ausreichender und offensichtlich böser Menge. Mit der Erdoffensive, na gut, da oben der Minotaur, das ist natürlich ein echter Blocker. Da muss man gucken, wie das geht. Ausschalten hat Vorrang. Aber es ist halt jetzt nur noch der Minotaur, also nur noch blocken, also hoffentlich 15 Labyrinth-Münzen leicht verdiente. Er verliert seine Runde. Okay, ich kann natürlich auf meinen Unterstützer auch eine Runde verzichten. Obwohl es eigentlich ist es ja mein Zauberer, mein Schnellster sozusagen, aber als Schnellster eignet er sich eigentlich noch nicht so richtig, muss ich sagen. Da müsste er den Gegner besser im Griff haben. Stattdessen pumpt er mir den Atom natürlich sehr zuverlässig auf. Das genieße ich, weil der Atom ist eben gefüttert ohne Ende. Und ich kriege also keine Münzen. Offensichtlich war nichts dabei. Eine Ausdauerrune. Okay, wir machen das Spiel nochmal. Ich drücke nochmal auf Pause. Bis gleich. So, 50, 66, 70 nehme ich. Kämpfe ich draufgedrückt, aufs Loot habe ich nicht geachtet. Ich muss immer schon hoffen, dass ich überhaupt noch geeignete Gegner finde. Das Weihwasser, ich bin rundum zuerst dran. Es funktioniert also offensichtlich auch gegen den 70er Blitztypen, weil die Runen wahrscheinlich drüben noch nicht so weit sind. Auch darauf habe ich nicht wirklich geachtet. Finaler Angriff. Sehr schwerer Erdschaden. Nehmen wir einen raus. Wir nehmen einen raus. Zack. So will man das sehen. Komm her. Und ja, wusch. Und 24.000 minus. So kann man es machen. So, Atomsbett, naja, verteilt halt stabil Schaden. Könnte aber womöglich eben noch besser sein, wenn man da jetzt vielleicht den
Pinguin hinstellt. Das müssten wir als nächstes mal probieren. Offensichtlich klappt die Combo aber gar nicht so schlecht. Das Weihwasser nochmal. Ja, das Pad auch aufpumpen. Warum nicht? Der hat ja seine Sonderattacke auch noch parat und möchte sie platzieren, denn die beiden sind ja Erde. Wollen rausgenommen werden. Und das Problem beim Minotaur, er kann halt die Schilde, und wenn er die Schilde kann, dann muss man eben lange draufhauen, bis die Schilde wieder weg sind. Noch 6000. Ja, macht das ruhig. Wir pumpen den Atom wieder auf. Der Lord of Atlantis macht auch nicht viel mehr als genau das. Ne? Er könnte auch noch ein bisschen mehr liefern, würde ich sagen. Den Streitkolben mal durchziehen. So sieht's aus. Nix mehr mit Schild. Kannst du vergessen. Und außerdem kriegst du 3, 4. Tja, Erde gegen Erde. Da hat das Pad nicht viel zu lachen. Und dann immer das Spiel mit den Schilden auf der dazukommenden Seite. Übel verfehlt. Ja, tut mir leid. Nachpumpen. Dann machen wir einfach mal ein bisschen Schaden. Jetzt ist er ja raus. Mit dem Streitkolben und Schluss. Genau. So sieht's aus. Wie gesagt, Atom bleibt ein tütentragender Aal. Bringt mich vorwärts. Da sind die 15 Labyrinthmünzen, die ich unbedingt haben wollte. 500.000 als Belohnung, weil Kampfkönige abgeschlossen ist. Natürlich auch unglaublich erfreulich. Wie sieht die Bestenliste aus? Hier, ich bin oben unterwegs. Aber es reicht natürlich noch nicht. Ihr erster Account 2200. Da sind Level 100er da. Aber noch nicht mit den Runen ideal gesetzt, aber man macht halt einfach plötzlich 1000 Punkte, wenn man die Level 100 erreicht. 1000 Pokale auf. Ich zumindest in dem Fall. Und das zeigt meiner Ansicht nach einiges. Das PvP funktioniert leider erst, wenn man auf Level 100 ist. So, jetzt konnten wir Virtue noch einen bewegen, haben wir gesagt. Das machen wir auch. Da geht er hin. Wyvern zählen. Kann ich jetzt spenden im Zweifelsfall. Und dann weiß ich noch nicht, ob wir den jetzt morgen früh noch kriegen oder nicht. Wenn, dann wird mir das keine Aufnahme, nicht in der Aufnahme vorkommen, weil ich halt morgen früh nicht Zeit habe, da die Aufnahme zu machen dazu. Aber die hier kann ich eben machen. So, wir gucken noch auf die Abenteuerkarte. Die ist doch wunderschön und da sind wir auch unterwegs. Gegner Rabidex. Na, dann gucken wir uns mal an, wie die drei Rares sich gegen ein aufgepumptes Rabidex behaupten können. So. Wir greifen mit diesem Team die Ausdauer an. Also erstmal ein Viertel der Ausdauer runterziehen. Das war nichts. Lähmen. Nein, wir wollen noch nicht lähmen. Wir entziehen erstmal die Hälfte der Ausdauer. Das klappt. Frieren ihn ein und nehmen die Ausdauer raus, hoffentlich. Lebenspunkte hat dann ja unglaublich viele. Wegen Lebenspunkte hätte ich vielleicht auch was Brauchbares haben sollen. Habe ich aber nicht. So. Kann lähmen. Lähmen bringt mir gar nichts. Aber es ist trotzdem nicht verkehrt. Ausdauer hat er eh keine mehr im Moment. Und es macht ordentliche Mengen an Schaden. Genau, 4700. Kann man sich eigentlich erstmal nicht drüber beschweren. Wie gesagt, Ausdauer hat er nicht. Also noch den schweren Wasserschaden obendrauf. Ja, drei Schiffe. Ist offensichtlich nicht so schlimm, wenn man drei Schiffe auf den Kopf geschlagen kriegt. Schweren Wasserschaden. Lähmen kann er nicht, 3600. Oder ich verstecke mich im Schild. Er ist jetzt eh zweimal dran, pumpt sich also einmal auf, kommt einmal hoffentlich am Schild nicht vorbei. Jawohl, genau. Macht nur einen Angriff. Interessant. So, was haben wir jetzt? Wasserschaden,
lohnt sich nicht. Ich habe ja noch mein Schild, also setze ich keinen neuen. Also gucken wir mal, betäuben, naja. Aber Erdschaden platzieren ist nicht verkehrt. Jetzt haben wir mehr als die Hälfte geschafft. Die Hälfte der Hausdauer wegnehmen. Das klingt erstmal gut. Setzt damit aus. Schwerer Erdschaden obendrauf. Ich denke, ich habe den im Griff. Denk das aber, glaube ich, auch schon länger. Das Rare Team funktioniert. Es ist nun mal so, Ausdauer weg. Das Ausdauerleck ist auch weg. Da müssen wir was dran tun. Da können wir ein neues Ausdauerleck machen. Genau. Und du hast die Option zur Eisexplosion, schweren Wasserschaden. Er kommt in die Nähe von kurz vor Tod. Das soll auch so sein. Energie hat er auch keine. Ulti auspacken, nein, aufladen. Alles klar. Er hat keine Ausdauer mehr, kann sich noch einmal hinter der Mauer verstecken. Und der Angriff schon wieder kaputt geht. Und du darfst gering bei allen oder mittleren Erdschaden auf alle. Machen wir den. Das mit einem großen Globus klären. Jo, so sieht's aus. Ich bin gespannt. Ich denke, das Schöne an der. Ja, alle kriegen Erfahrung, genau. Wo bleibt mein Glücksrad? Das Schöne an. Der Folge ist, wir wissen jetzt, nächstes Mal ist offensichtlich Nautilus dran. Laserkanonen, Killerwahl. Nautilus dran, warum auch nicht? Blästle brauchen wir nicht mehr weiter füttern jetzt, weil den einen Angriff morgen mache ich eben ohne. Das heißt, wir können wieder Louis füttern. Ich möchte natürlich gerne, dass die Level 50 sind, bevor der ganze Rest hin nachrücken kann. Und ich denke danach, wenn er erstmal 50 ist und der Meersnake auch, der Meersnake ist nur dauernd besetzt bei der Zucht, weil fleißig, ne? Muss halt Kinder kriegen, Mama Meersnake. Dann gucken wir eben auch, dass Kowalski mal wieder ein bisschen in Einsatz kommt, da habe ich Lust drauf. Und vor allen Dingen kommt ja auch jetzt dann Shihu dazu. Bis Nautilus. Sage ich mal. Denn ich denke, vorher kommt doch, also bis dahin kommt keine Aufnahme. Der kriegt also die nächste große Rutsche Futter. Danke euch fürs Zuschauen und bis dann.